Huch, da hat es wohl tatsächlich dann doch ein bisschen länger gedauert, dass wir am Start gehen. Das Spiel brauchte ein Update, aber wenn ein Spiel ein Update braucht, heißt es natürlich, dass die Spielgewalt natürlich noch deutlich besser sein kann. Damit herzlich willkommen zu Eplay Live am Sonntag. Es ist wieder soweit, wir zocken endlich mal wieder eine Runde Fall Guys. Und wenn ihr diesen Bildschirm schon seht, dann wisst ihr, wir sind so in einem Universum angekommen, was auch eine neue Season beinhaltet. Und eine neue Season, die es beinhaltet, heißt natürlich auch, dass entsprechend es ein bisschen schöner wieder wird. Ich muss also heute vielleicht einen Controller anmachen. Ja, es ist da. Schön. Und es gibt bestimmt wieder was Neues von Fall Guys. Und ja, neue Inhalte. Noch schnell runterladen. Vielleicht sollte ich sowas vielleicht auch mal vorbereiten, schon mal vorab das Spiel mal starten, alles mal runterladen, etc. Ja, ihr wisst, ich starte immer gerne frisch ins Game. So, wir haben neue Shows, die Trupp-Show, die Duo-Show, die Pixel-Mega-Party, das ging gleich, und die Knallball-Knüller. Wir nehmen einfach mal alles mit rein. Das ist natürlich immer schön. Und dann haben wir hier noch was Schönes. Aufgaben. Okay. Und wir haben hier einen Shop. Natürlich können wir auch einen Shop. Es gibt wieder genug zum Kaufen hier in Fall Guys. Also, wir starten direkt los. Was haben wir auf die LT? Achso, der Season-Fortschritt hier. Ah. Okay. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Wir starten rein und gucken mal, wo wir rauskommen hier in Fall Guys. Ich find's auch immer geil, wenn die Leute von Miatonic coole neue Musik machen. Aber den alten Fall Guys Charme noch beibehalten. Es wurde eine Partie mit 26 Spielern gefunden. Und wir versuchen einfach mal jetzt irgendwo reinzujoinen. Irgendwo wird es klappen, bestimmt. Ab und zu dauert es auch mal ein bisschen länger. Houston? Wir haben ein Problem. Nein, haben wir nicht. Mensch, aber heute dauert es aber wirklich ein bisschen lang, ne? Mensch. Was ist denn los heute? So viele Leute, die Fall Guys spielen? Muss ich einmal neu starten? Komm, wir starten einmal neu. Ist, glaube ich, besser. So das Gefühl, dass das irgendwo hing. Auf dem Weg zum Server. Warte auf Server. Ah, so. Duo Show, da sind wir angekommen. Und damit geht's los mit den schwindelnden Höhen. Mensch, irgendwie wollte es heute noch nicht so richtig, ne? Naja, gut, darf auch mal passieren. Es schlägt ja, Vollgas schlägt ja ein wie eine Bombe. Ihr seid ja so fasziniert und positiv wirklich drauf auf das Game und ihr spielt das ohne Ende. Unglaublich, unglaublich. So, ich habe einen Trupp mit zwei Leuten, okay. Es ist ja ein Duo-Trupp. Und da hoffen wir mal, dass mein Mitspieler entsprechend auch Fall Guys erfahren ist. Und weiß, dass es sich hier
in der entsprechenden Top-Show. Darum geht es, nicht nur allein tatsächlich ins Ziel zu kommen, sondern mit dem Team zusammen. Und dass man dann trotzdem, wenn man auch allein ins Ziel angekommen ist, trotzdem, oder nicht ins Ziel angekommen, dass man trotzdem natürlich gewinnen kann. Das kommt natürlich auf die Punktzahl drauf an. Ah! Wie blöd von mir. Nicht festhalten. So, Platz 9. Top 20 kommt weiter. Ah, das ist aber gut gerettet. Das ist gut gerettet. Oh. Cooler Sprung ins Nichts. Das war's. So. Natürlich sind wir weiter. Warum sollten wir nicht weiter sein? Also, wäre ja schlimm, ne? In der ersten Runde wieder rauszufliegen. Das ist auch das, was ich an Fall so mag. Es ist immer unterschiedlich. Falls ihr noch Takeshi's Castle kennt, habe ich auch gerne geliebt, habe ich auch gerne geschaut. Und darauf warte ich ja immer noch so auf eine Neuauflage. Es soll ja eine Neuauflage geben von Takeshi's Castle. Nicht die Knossi-Variante, nein. Aber es soll ja in Real eine neue Staffel irgendwie geben. Ich bin mal gespannt, wann die kommt. Ich weiß nicht, ob das Amazon irgendwie gesagt hat, dass sie über Amazon kommen. Ich bin da gespannt. Okay, interessant. Sind wohl hier Wurmlöcher? Ja, okay, geile Sache. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich hab's verstanden. Okay, also du kommst, musst am besten durch die Wurmlöcher. Oh Gott. Okay, okay, okay. Ich bin vorbeigeflogen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Okay, wie ist das durch den Silbernen durch? Das ist schon mal gut. Auch wenn wir da jetzt mit in den Sand gesetzt sind, aber... Steh auf. Zack. Schon mal qualifiziert. Mein Teampartner noch nicht ganz. Er hat 24. 26. Ist nicht weiter. Wir haben es aber geschafft, ne? Ja. Okay. Oder hat er es gerade so geschafft? Das kann natürlich auch sein. Das habe ich jetzt so nicht auf die Schnelle entdecken können. Was ich aber entdecken kann, dass Runde 3 losgeht. Runde 3 in Duo. Verdrehtes Hyperantrieb-Helm. Falle nicht vom Hoverboard und erreiche das Ziel. Okay. Okay, das ist jetzt... Ich glaube... Das war dieses Level, was wir schon mal gespielt haben. Wo ich dann kläglich versagt bin, weil ich glaube, dass wir nicht stehen bleiben dürfen, sondern selber mitlaufen müssen, weil das Hoverboard uns nee, ist richtig, okay. Okay, rechtzeitig rüberspringen. Oh, ich muss mal schnell rüber.
Upsi, sassasa. So. Weiß nicht, darf ich da rauf oder da rankommen an die Laserstrahlen? Nee, dann fliege ich hoch. Okay. Gut zu wissen. Fiese Laufbänder. Hier ist unser Hoverboard. Oh, ich muss hier rauf. Hui. Ey. Hält er sich fest an mir? Oh, das war gemein, ne? Das war gemein, ja. Siehst du? Da falle ich schon fast selber runter. Ne? Da falle ich schon fast selber runter. Ich bin immer so. So gemein und. Okay, wir müssen, glaube ich, rechts rum. Oh! Kommen die wieder? Ja. Okay. Hier in Blau. Oh nein, nein, nein! Ach. Fatzke. Oh, das war nicht mehr weit, glaube ich. Das war wirklich nicht mehr weit. Nicht erreicht. Hier muss dann noch ein Hoverboard kommen, bestimmt. Wo ist es denn? Da kommt es. Dann nimmst du diese, kannst du die Seitenwand nehmen. Kannst damit hochlaufen und bist dann oben am Ziel. Die besten 6 kommen weiter. Leider sind wir ausgeschieden. Schade. Ich habe es mir schon fast gedacht. Aber komm, war schön. Monochrom. Nice. Entsprechend können wir jetzt natürlich auch schon gleich hier in unseren ein Wurmloch-Wanderer uns holen. Ja, okay. Muss nicht sein, aber kann sein. Deswegen machen wir ganz schnell weiter in Folge. Jetzt neue Runde, neues Glück. Neue Spaßrunde. Was kommt jetzt Schönes? Bin gespannt. Die Musik ist so ein bisschen Space angehaucht. Eine Solo-Show. Und vielleicht auch ein bisschen Halloween. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall Space. Space auf jeden Fall. So, verdrehten kosmischen Autobahn. Springe zwischen den Weltraumspuren hin und her und renne zum Ziel. Okay. Also, wir sind im Space angekommen. Das ist also die neue Season von Fallen Guys, falls ihr sie noch nicht kennt. Jetzt und heute lernt ihr sie irgendwie hier kennen. Und ich bin wirklich erstaunt, wie die Maps wachsen. So was gab es damals noch nicht, als das Spiel rausgekommen ist. Fall Guys Season 1, kennt ihr sicherlich auch noch, ne? Was war das? Was war das für ein einfaches Level, ne? Oder einfache Level, ne? Also, das war. Alter, oh, oh! Oh! Oh, 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 oh! Lauf, lauf, nein! Ah, ich bin runtergefallen. Hat das jetzt was gebracht? Weiß ich gar nicht. Aua.
mal drüber. Das ist gut. Ich bin selber Erstanfänger von dieser Map, also entschuldigt mich, wenn es tatsächlich ein bisschen crazy aussieht und nicht so sein sollte, wie ihr es euch erhofft. Denn ich muss selber erstmal hier durch die Maps durchfinden. Ich kann auch diese Bahn nehmen. Nein, daneben! Okay, das ist hier so ein bisschen ein Spiel zwischen Kamera und wie man es gerne haben möchte. Ja, da kommt man nicht rein. Das ist natürlich schnell hier einmal rum. Ah, nein, dann fängst du. Nein, jetzt ist vorbei. Schade. Es ist kein Fenster, was hier nervt. Es ist tatsächlich ein. Okay, ich lasse mir hier ganz kurz ein bisschen Zeit, um einmal hier rüber zu springen. Um dann hier rauf zu springen. Oh. Heftig, heftig. Und dass er nie gespielt hat. Merkt man aber auch selber an euch. Also die jetzt, die hier mitspielen. Es ist tatsächlich schon wieder was anderes, ne? Es sind nicht mal die bekannten Maps, es sind jetzt andere Maps und somit macht das Ganze natürlich mit einem anderen Schwierigkeitsgrad so ein bisschen anders. Was mir natürlich gefällt, mich aber auch irgendwann nerven würde, wenn man tatsächlich nicht ins Ziel kommt und jetzt tatsächlich in der ersten Runde tatsächlich schon ausscheiden muss. Das ist immer so ein Punkt. Ah, das mag ich nicht. Das ist so. Ah, das ist nicht schön. Das mag man nicht. Weiter geht's aber mit dem verdrehten Skiflug. Haben wir gerade schon gesehen. Ein bisschen durch die Löcher springen, Punkte sammeln. Und entsprechend ab einer bestimmten Punktzahl kommt man weiter in die nächste Runde. Schnelligkeit ist hier also vorprogrammiert. Oder man sollte schnell sein. Und wenn man nicht schnell genug ist, dann muss man leider tatsächlich schon in dieser Runde wieder ausscheiden. Es geht los, jetzt. Ich nehme gleich diesen rechten Weg, ich habe daraus gelernt, sich auch hier durchzuspringen, und dann kann man auch hier einmal durch. Aua. Ja, und dann springt man daneben, dass man nicht da weiterkommt, ja. So ist das schön. Zack. Boing. Drei. Oh, da ist jemand im Weg gewesen. Daneben gesprungen. Ich kann's gut, ne? Ich kann das so gut. Sieben. Neun. Es wird langsam knapp. 5, 6 haben sich schon qualifiziert. 7. Nein, daneben. Ah, Mist. Oh, jetzt skippt da jemand vor mir. 13. 18, 19, 20, 21. Ja. Vorletzter. Der sich qualifiziert hat. Das ist knapp. Das ist knapp. Die neuen Levels sind auch schwerer. Sag ich jedes Mal. Und ich habe ja auch nicht so die Gelegenheit gehabt, das mal vorab mal zu spielen. Ne? Das ist ja. Ist halt so, ne? Neue Runde, neues Glück. Runde 3. Den verdrehte Hyperantrieb hält. Es ist ein Überlebenskampf. Denn es müssen eine bestimmte Anzahl von Leuten ausscheiden. Um genauer zu sein, müssen sich 25 Leute qualifizieren. Hä? Gerade hieß es noch Überlebenskampf. Jetzt ist es entsprechend ein Level, was
nicht mehr Überlebenskampf heißt, sondern jetzt entsprechend komm ans Ziel. Schnell rüber. Ja, man muss hier ein bisschen mit der Kamera spielen. Und dann diese Fenster, dieses Fenster, das mag mich gerade gar nicht. Ich nämlich auch nicht. Ich bin jetzt ganz spät am Hoverboard. So. Dieses ist gar nicht ganz gut, wenn das Hoverboard mal kurz steht. Da kommt man ganz schnell rüber. In der Zwischenzeit kann man warten oder das Nebenboard nutzen. Ich nehme aber den safen Weg, nämlich das Hoverboard. So. Warten. So, nicht zu viel verzagen. Einfach mal ein bisschen hüpfen und springen und hoffen, dass die Gegner sich nicht um dich herum scheren. 22 müssen sich noch qualifizieren. So, weiter nach vorne stellen. Damit der Nippel dich nicht mehr erreicht. Der Nippel. So, links oder rechts, das ist die gute Frage. Könnt's kurz mal ein bisschen warten, dann kommen diese Boards nämlich wieder. Dann kann man da rauf und dann geht man dahin. Wir haben das gerade gelernt. Da muss man ganz aufpassen. Und das hat mich gerade... Oh, hier ist das Hoverboard. Darf es nicht zu spät sein. Sonst hast du auch verloren. Okay. Final Phase. 18 können sich noch qualifizieren. Auf nach oben. Oben, zweiter. Oh, es werden die Leute rausgekickt. Es werden die Leute rausgekickt. Geh ins Ziel. Dankeschön. 5. 5 von 25. Entschuldigung, wenn ich so sage, aber. Wow. Wow, wirklich wow. Das Final verdreht in außerirdischen Kacheln. Die Kacheln verschwinden kurzzeitig, wenn du darauf stehst. Bleibe in Bewegung und überlebe am längsten, um die Krone zu gewinnen. Wenn wir die Krone gewinnen, ist es das erste Mal, dass wir live hier bei EPL Live eine Krone gewinnen. Es ist noch nie passiert. Es ist noch nie so gewesen. Also, schauen wir mal, was passiert. 1. Let's go. Oh. Okay, also die Plattformen verschwinden. Ab und zu kommen aber wieder. Man kann den Teleporter nutzen, um entsprechend auch anders rauszukommen. Um einfach ein bisschen Spaß zu haben. Oh, aber man muss aufpassen. Einer ist schon raus. Ich weiß nicht, ob die Plattform auch länger draußen bleiben. Oh, 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 oh. Nein, nein. Scheibenkleister. Oh, das war so gut. Das war so gut eigentlich. Ach Mensch. Das Finale zwischen Janku Sweet und Wolf Grametz. Wer gewinnt die Krone? Ich bin es nicht mehr. Sie kommen sich aneinander. Haben sich noch gerettet. Und die Plattformen bleiben länger. Sind länger inaktiv. Ist er raus? Er ist rausgeflogen. Janko Sweet gewinnt die Solo-Show in Vollgas.
Glückwunsch von meiner Seite aus für diese wundervolle Krone. Wir haben auch wieder ein bisschen was gewonnen. Finale leider verloren. Das ist natürlich schade. So, großer Sprung für die Fallenheit. Und noch was Schönes. Ich weiß nicht was. Ich hab's nicht gesehen. Es war einfach wieder zu schnell weg. Aber es geht weiter. Neue Runde, neues Glück. Vollgeist ist hier. Hallo. Es ist schön, mal wieder Vollgeist zu spielen. Was kommt jetzt? Der Pixelmaler. Also, wir müssen gleich als Team auf dem Boden entsprechend die Figuren nachmalen, die vor uns angebracht sind. Machen wir das richtig, gibt es einen Punkt. Das heißt, wir arbeiten jetzt hier als Trupp zusammen und die besten 8 kommen weiter und das nach Punktzahlen. Also, ganz schnell einmal hier eine Figur planen. 1, 2, 3. Ups. So. Genau. Eine neue Runde. So. Oh, wir haben zu viel. So. So, da muss noch ein Feld hin. Da oben muss noch eins hin. Na, ich kann da jetzt nicht eingreifen. Danke. Punkt 2 erreicht. So. Dieses ist einfach. Oh, 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 man muss nur richtig laufen können. So, genau. Dritter Punkt erreicht. Neue Runde. 4. Genau. Einmal das. Hier 2. Da. Da eine. Oh. Oh. Ja. Nice. Nur, dass das erste Mal spielt, ist man so ein bisschen überfordert, gebe ich wirklich zu. Denn man weiß nicht, was muss man jetzt machen. Sind nur zu zweit. Und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Da ist man schon ein bisschen verloren. Naja. Nächste Runde, der neue Pixelmaler ist wieder für euch da und jetzt geht's weiter. Jetzt sind ja nur noch 4 Trupps da, das heißt alle 4 spielen jetzt gegeneinander und jetzt kommt's drauf an, ich weiß nicht, wie dieses Regelwerk es sagt, die besten 4 kommen weiter, haben wir doch gerade, okay, egal. Oder bin ich alleine? Nein. Zack. Ja, den aus. Und den hier an. Richtig. Jetzt ist irgendwas falsch. Was ist denn hier falsch? Ah, irgendwas war da falsch. Okay. Okay, ganz easy. Schnelligkeit. So, vorsichtig. Den
den. So. Richtig. Super. Den haben wir. Achso, doch. Den. Nein, mach das wieder aus. Das wieder aus. Oh, doch. Nee, doch. War richtig? War falsch? Ah, schade. Ah, Mist. Hab ich mich in der Zeile verguckt? Ach, das war blöd. Schade. Ich hab mich verguckt. Glückwunsch an die 4. Das war mein Fehler. Tut mir leid. Passiert. Yeah. Weiter geht's. Neue Runde. Was haben wir jetzt Schönes? Wir haben Pixelmaler, wir hatten Duotrupps, wir hatten Solo. Da kann doch jetzt nur noch dieses hier folgen. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir werden es jetzt herausfinden. 3 von 5 Modis haben wir schon durch. Und das ist der Knallbergkühler und das ist der, den wir noch vermissen in der Runde. Kein Problem, kriegen wir hin. Freut mich auch sehr, dass der jetzt kommt. Denn es wird lustig. Los geht's. So. Bis 9 kommen weiter. Ich weiß nicht genau, was wir jetzt machen. Müssen wir diese Bälle mitnehmen? Bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir die Bälle mitnehmen oder nicht? Ich glaube nicht. Oh! Diese Quietschebälle sind sehr, sehr gefährlich. Die machen so viel Spaß, diese Quietschebälle. Nein! Nein, da ist ja auch einer. Nein. Ah, diese Quietschebälle. Diese Quietschebälle. Ah, shit. Wo ist mein Gegner? Da. Ah, das schaffen wir nicht mehr. Wir sind raus. 6 Punkte. Ja, hier steht noch einer am Start. Ah, schade. Ein Punkt. Bevor es weitergeht. Das ist schade. Countdown läuft. Ja, Runde vorbei. Wir sind raus. Schade. Naja, komm. Wir haben ja noch eine neue Runde, oder? Können ja noch in der neuen Runde weitermachen. Denn in der neuen Runde wird es noch viel, viel lustiger. Ja. Denn die neue Runde starte ich jetzt. Ihr könnt schon sehen, ich bin kurz weg. Aber wir starten gleich in wenigen Sekunden durch. Wieder so eine kosmische Autobahn.
Gut. Ich denke mal, beim ersten Mal haben wir sie geschafft. Beim zweiten Mal werden wir sie jetzt auch schaffen, oder? Als Trupp, als Duo-Trupp, auch ganz gut. Da kann man auch mal runterfallen. Weil man sich denkt, komm. Ist auch schön. Danke. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Da. Ah, ich könnte darüber springen. Ich bin mir aber zu unsicher. Ich bin mir zu unsicher. Wundert euch nicht, dass ich hier so eine komische Kameraperspektive habe. Ich komme damit einfach gerade besser klar, weil ich von oben gucken muss. Wo jetzt entsprechend die Plattform ist. Denn diese Plattformen sind recht klein. Und da Plattformen recht klein sind, muss man tatsächlich auch ein bisschen warten. Ich bin aber safe am Warten. Nein! Ah, nein! Haarscharf an der Kante dran vorbeigeschrappt. Wie gemein. Schnell. So. Plattform ist langsam. Ich spring mal rein. Platz 21. Mein Gegner ist noch hier. Wo ist er denn? Lass mich mal einschätzen. Okay. Nicht mein Gegner, mein Teammitglied. So ist es richtig. Der ist Vorletzte. Da kannst du drauf springen. Ja, schade, dran vorbei. Mach bitte keinen Rage Quit. Mach keinen Rage Quit. Bitte nicht. Kannst es noch schaffen. Du musst nur ins Ziel kommen. Und 2 Punkte mindestens. Also muss auf jeden Fall ins Ziel kommen. Nein. So, 3 Punkte musst du machen. Ja. Darauf. Nein, daneben. Nee. So, da hättest du drauf springen können. Springst du ins Nichts? Warum springst du ins Nichts? Countdown läuft. Guck mal, da ist man so gut, ne? Da ist man so gut und dann wird man, ja, wird man rausgeschmissen, weil ein anderes Teammitglied. Plattforming noch nicht so richtig kann. Es ist kein Hate. Es ist wirklich kein Hate, ne? Aber da bin ich manchmal auch so ein bisschen frustriert. Weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Also, ich würde gerne weiterkommen, aber ich würde auch mit euch gerne mal hier live eine Krone in die Hand bekommen. Aber irgendwie klappt das nicht so. Ich weiß auch nicht warum. Entweder liegt's am Game, an Mitspielern oder einfach meiner Blödheit, da ich es nicht schaffe. Eine Solo-Show geht los. Klingt gut. Ist es auch. Wir sind für uns allein und können für uns alleine sagen, ich komme jetzt ins Ziel oder nicht. Denn der Kreisel ist eines der Level, die freundlich sind. So freundlich, dass eigentlich es jeder, wirklich jeder schaffen sollte. Wirklich? Glaubt ihr nicht? Schaut selbst. Ja, wir haben hier ein paar Flummis.
gepaddelt bekommen. Vom Paddler. Aua. Oh, der war aber gemein. Der war gemein und hart. Schade. Hüpfen, hüpfen, nicht daneben hüpfen. Schätzchen, nicht daneben hüpfen. So, schnell. Daneben, schade, okay. Wir nehmen uns safe, wie ich. Ja, danke. Oh, hopf. Hüpf. 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 Ins Ziel. Komm, ich schieb dich auch ins Ziel. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Wen haben wir ihn denn hier? Das ist hier ein Alien. Ein Alien. Es gibt geile Kostüme. Es gibt wirklich geile Kostüme. Geile Kostüme gibt's auch im nächsten Level. Und auch geile Maps, ne? Geile Maps dürfen auch nicht fehlen. So, mit der neuen Map, beziehungsweise mit der nächsten Runde. Denn das ist nämlich... ja, die kosmische Autobahn verdreht sogar auch noch. Haben wir gerade schon gehabt. Die ist ein Killer schlechthin. Viele machen auch Rage Quit, aber das muss ja nicht sein. Das muss nicht sein. Man muss einfach nur Ruhe bewahren. Gut gucken und ordentlich hinspringen, wohin man springen möchte. 3, 2, 1, let's go. So, wir machen's Speedrun technisch. Einmal schnell. Da gab's eine Faust ins Gericht. Ja, danke, dass ihr mir gerade da im Weg standet. Nein, daneben. Ich habe gerade die Namen wieder aktiviert. Entschuldigung. Ah, diese Föhne. Das kann zu Föhn sein. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Der erste ist schon im Ziel. Wow. Wow. Sehr schnell. Ah, nee, das war falsch. Ich habe das selber gemerkt. Das war die falsche Plattform. Man sollte die weitere Plattform nehmen. Dann kann man auch hier diese Plattform nehmen. Und dann kommt man hier zügig ins Ziel. Daneben springt, ist das sehr fatal. Ja, da ist es sehr fatal, wenn man daneben springt. So, weiter geht's mit die Webkanone. Das ist so für mich so ein Level. Entschuldigung. Für mich so ein Level. Der ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss nur auf seine Mitspieler hoffen, dass die sich entsprechend auch entsprechend gut auf dieser Plattform positionieren. Entsprechend Früchte und Sterne im Auge behalten oder Controller, die hier fliegen. Gerne auch. Bisschen vorausschauen, mal gucken, was macht die Plattform. Muss ich auf eine andere Seite gehen oder muss ich mich bewegen?
wie die Früchte fliegen, denn die können ja auch nochmal so ein bisschen anderen Drall bekommen. Oder auch auf Plattformen liegen bleiben. Das macht es natürlich dann noch viel, viel schwerer. Entsprechend gibt es hier auch einen Countdown. Wenn es entsprechend nicht die erforderten 11 Leute sind, die rausfallen, dann hört das Spiel natürlich auch spätestens nach, gefühlt glaube ich, 2 Minuten auf. Ich bin mir da nicht sicher. Sieht alles ganz gut aus. Wir stehen hier richtig safe. Wobei natürlich die Früchte auch fliegen können. Die fliegt nämlich ganz komisch, die Melone. Habt ihr gerade gesehen? Hat sie gerade den 4. rausgeschmissen. Damit haben wir überlebt. Waren das 2 Minuten? 1,30, 1,40, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind keine 11 rausgeflogen, nur 4. Aber das macht natürlich nichts. Am Ende wird trotzdem einer gewinnen. Nur wer gewinnen wird, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, mit wem wir alles hier mitspielen. Ich nehme kurz noch einen kleinen Schluck, bevor es hier mit dem verdrehten Skiflug weitergeht. Denn jetzt wird die Spreu vom Weizen getrennt. Denn jetzt braucht man Punkte. Denn ohne Punkte kommt man hier nicht weiter. So, eins. Let's go. 15 Punkte. 15 Leute dürfen mit in die nächste Runde. Damit muss man jetzt ein bisschen schön taktisch und schnell spielen. Ich gehe mal wieder hier rum. Das klappt nämlich da nicht mehr. Zack. Zack, schon sind es 8. Jetzt können wir hier geradeaus zu. Denn der kommt nämlich gerade rechtzeitig. Das Schlimme ist, diese 15 Punkte, die können ganz schnell erreicht sein oder auch ganz schnell nicht erreicht werden. Guck mal, 3 haben es schon. 13, 15. Das kann tatsächlich ab und zu auch richtig ganz, ganz schnell vorbei sein. 3, 4, 5 Leute in wenigen Sekunden. Es ist Zeit für eine Jagd, nämlich die Jagd auf den Schweif. Och Mensch, heute nervst du mich wirklich. Also, ich mach die mal ganz kurz auf Pause, denn das ist jetzt ein System, um das jetzt mal ganz kurz zu verhindern, was da jetzt gerade mir immer so ins Bild huscht und das Spielerlebnis ein bisschen für mich dramatisch kaputt macht. Einfach diesen Schweif behalten. Für 1,5 Minuten. Sollte nicht schwer sein. Indem man einfach mal ein bisschen hier langläuft. Scheiße, nein. Halt. Halt. Dieb. 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 Mein Dieb. Ich nehme den kürzeren Weg. Ah, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Da ist einer. Danke. Da, ba, 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 da, da, da. Immer schön laufen. Nicht stehen bleiben. Nein. Nein. Hat der mir den Schwanz geklaut?
Wo sind sie? Wo sind sie? Ah! Läuft der mir weg? Läuft der mir auch weg? Ah, hier sind ja so komische Wände drinne. Oh, jetzt zum Schluss einen Schweif kriegen. Das ist immer so. Ja! Ja! Nein! Letzte Sekunde. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. In der letzten Sekunde klaut man mir tatsächlich noch den Schweif. Na gut. Na gut. Na gut. Ist ja nicht so, dass es noch andere Levels gibt, die wir spielen können, ne? Denn wir machen einfach mal weiter. Wir gehen ganz uns hier hin, holen uns mal ein bisschen Kudos ab. Kudos ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Kudos. Kudos, 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 Kudos. Schnell mal ein kleines Spielchen gespielt in einer Duotrupp-Show in Vollgeist. Und ihr auch gerne mal mitspielen wollt, ladet euch Vollgeist doch einfach mal herunter. Gibt es kostenlos. Denn ihr müsst ja kostenlose Spiele machen, immer sehr viel Spaß und sehr viel Freude. Also, wir haben hier... Ja, Portaltüren. Viele führen weiter, viele nicht. Viele landen irgendwo anders, ich weiß noch nicht wo. Und... Oh, das war die falsche Tür. Das sieht richtig aus, wo die langlaufen. Das sieht falsch aus. Das sieht auch falsch aus. Mitte? Nein. Da. Mitte. Oh. Oh, das ist jetzt ganz schnell. Die besten 20 kommen weiter. 22. 20. 21. Ah, es fehlen zwei Punkte. Zwei Punkte. Oder ein Punkt. Je zwei. Schade. So kann tatsächlich die erste Runde tatsächlich schon entscheidend sein, dass man rausfliegt. Tja. Ich habe mein Bestes getan. Mehr kann ich nicht tun. Aber komm. Wir haben noch ein paar mehr Shows. Es gibt noch genug Spiele. Es gibt noch genug Shows. Das ist Fall Guys. Entspannte Partie, Pixel Mega Party. Jetzt. So, ich habe da gerade 30 von 32 gesehen. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Denn das bedeutet, ein Team ist nur zu zweit oder nur zu dritt. Oder beziehungsweise zwei Teams zu dritt. Wir sind aber zu viert, das kann ich schon da hinten sehen. Und damit geht es los. Wir müssen... na, ihr wisst schon. Ja, ich muss auch mal die Plattform langlaufen. Ja, danke schön. Jetzt muss natürlich in der Mitte irgendeiner hin. Danke, ja. Ah.
jetzt mach das richtig. Dankeschön. So. Ah ne, eins zu tief. Shit. Ich muss da einen Punkt setzen und da einen Punkt setzen. Ah. Können wir mal da hinten diesen Punkt wegmachen? Ist das jetzt richtig? Ja. Was ist denn hier falsch? In der Mitte. Oh, das war gemein. Zwei, drei. Lauf doch hoch. Den. Mm-mm-mm-mm. Oh, das ist wieder eine schlechte Runde. Wir sind raus. Die dritte erst. Wir sind raus. Wir haben uns einfach zu blöd angestellt, hier ein paar Pixelmuster an die Wand zu klatschen. Schade. Glückwunsch an den Gewinner. Dieses rote X, ne, das ist so eins der qualitativ schlechten Mitteilungen, die man nicht sehen möchte, finde ich. Das rote X, das ist immer so. Mäh. Mäh. So, neue Runde. So. Worum geht's heute? Wir sind in der Trop-Show. 21, let's go! Es ruckelt gerade ein bisschen. Es ist aber server-performant gerade, was da passiert. Das kann man nämlich eindeutig sehen, dass das server-performant ist. Was? Da kannst du durchlaufen? Habe ich ja gar nicht gewusst. Okay, gut zu wissen, dass man da durchlaufen kann, darunter. Das macht natürlich vielleicht einiges ein bisschen einfacher. Ich bin mir aber da auch nicht ganz, so ganz sicher. Der erste ist schon im Ziel. Ihr habt es gerade gehört. Ah, Mist, da war keine Plattform. Wo ist die Plattform hin gewesen? Das ist eine Gemeinheit. Zack. Nein! Ah! Auch Checkpoint nicht erreicht. Damals konnte man so in einzelnen Fällen so mit einem Checkpoint erreichen. Noch an der Kante lang geklippt. Das haben sie auch ausgebessert. Ja, danke. Ach, Mensch, ich stelle mich auch gerade richtig blöd an. Aber wirklich, so richtig blöd. So richtig Vollgeist, nu. So. Platz 19 ist mein Gegner. Ach komm, geh aus. Dankeschön.
Och, Mensch. Das kann's doch nicht sein. Was ist denn hier heute falsch? So, hier rauf. Einmal kurz durch die Mitte durch. Alter, hallo? Warum wollte der Controller nicht? Controller kaputt oder was? Gemein. Wie weit habe ich sie noch? Ich will es jetzt nicht riskieren. Dass wir safe auf jeden Fall weiter sind. Ey, das kann schon knapp sein. Das kann schon knapp werden. 14 Punkte sind gerade vergeben worden. Es kommt entsprechend auf die Gegner drauf an. Platz 19. Das sind 21 Kilometer weiter. Der Countdown läuft. Gleich noch 10 Sekunden. Und das sieht gut für uns aus. 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind weiter. So, ich warte auf die nächste Runde. Zusammen mit euch ist es diese Map. Der verdrehte Skiflug. Als Duo 30 Punkte sammeln. Es geht. Kann man schaffen auf jeden Fall. Vielleicht sollte man einzelne Teleporter noch beobachten. Beispielsweise der rote ist ganz, ganz gut. Können wir mal gucken. Wir gehen mal durch den roten Teleporter. Ob das eine gute Sache ist oder nicht. Ah, die sind zu weit weg. Ah, okay. Deswegen bin ich da nicht mehr lang gelaufen. Okay, ich verstehe. Über diesen safen Weg. Um dann hier eigentlich reinzuspringen. Aber irgendwie hat es gerade nicht geklappt. Nicht schlimm. Machen wir es so. Geht auch. So, zwei Leute haben sich schon qualifiziert von 13. Bin ich da jetzt durchgesprungen oder nicht? Ich weiß es nicht. 21. Nehmen jetzt mal den rechten Weg. Ich glaube, mein Knopf funktioniert nicht mehr so richtig. Vom Controller. 28. Zwei Punkte noch. Vielen Dank. Danke, dass du es geschafft hast. Mit mir zusammen. Das war gerade blöd. Ich habe gerade was weggedrückt, was ich eigentlich extra pausiert habe. So. Der Hyperantrieb. Hoverboard. Als Duo habe ich das auch noch nie gespielt. Bin mal gespannt, wie es jetzt hier losgeht, ob wir es auch schaffen und wie die Punkteverteilung ist. Denn wir müssen ja Punkte sammeln, denn die besten 9 kommen weiter. Halt
einfach mal hier ein bisschen warten. So. Zack. Plattform. Nächste Plattform. Schnell hier mal drüber springen. Oh, oh, oh. Alles tummelt sich hier. Es gibt noch keine Punkte. Das wundert mich gerade. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das ist heftig. Das ist heftig. Das ist heftig. Warten auf das Hoverboard. Nein, mache ich nicht. Ich warte auf das Hoverboard. Da kommt es. Schnell hier rauf. Hier gegen. Und nochmal warten aufs Hoverboard. Das müsste gleich kommen. Da kommt es schon. Man sollte nicht immer so als erstes auf das Hoverboard drauf. Nur mal so ein bisschen warten. Rechtzeitig springen. Um andere! Ah, schade. Ich bin rausgeschieden. Aber komm. Einer ist bei mir noch mit dabei. Ich hoffe, er macht es. Ich bin gespannt. Ja, schade, ne? Da haben wir es nicht geschafft, ne? Dann sind wir raus. Ah, ja, ist eigentlich auch raus. Ah, schade. Schade, 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 schade. Naja. Komm, es ist halt so. Es ist halt so. Irgendwann gewinnt man, irgendwann verliert man. Und so ist es tatsächlich auch mit Vollgas. 4200 Punkte, da wir zwei Runde geschafft haben. Viele, viele Punkte wieder. Das heißt, es gibt ein neues Kostümchen. Das freut mich. So, was mich auch freut, ist, dass wir, was mir vielleicht nicht so freut, aber, wir sind tatsächlich für heute schon wieder am Ende. Ja, wir sind für heute schon wieder am Ende und das war's mit Fall Guys. Hier bei EPL Live. Nächste Woche sind wir wieder da, natürlich mit weiteren tollen Spielen. Und nächste Woche, heißt es spontan und wir zocken Control weiter. Unser Sommerding, was wir im Sommer gespielt haben zur Urlaubszeit, haben wir mit Control angefangen. Das spielen wir nächste Woche weiter. Also seid doch gerne nächste Woche mit dabei. Und wenn ihr nicht nächste Woche dabei seid oder tatsächlich das als VOD schaut, ja, dann schaut ihr doch weitere VODs. Wir haben immer noch viele tolle Let's Plays für euch, also schaut gerne vorbei bei uns auf dem YouTube-Kanal oder lasst gerne natürlich immer ein Like, ein Abo und ein Follow irgendwo da. Unsere Socials freuen sich natürlich da auch sehr. Ich bin raus, wir sehen uns nächste Woche wieder hier zu EPL Live. Damit, ciao, tschüss und auf Wiedersehen, ciao.